mal starten. Guten Morgen, willkommen. Delfino hat heute behinderte Sounds am Start. Wird irgendwann. Delfino hat, glaube ich, schon gestartet, oder? Das läuft ja schon. Danke, ja. Delfino. Ich stelle mir vor, jetzt hat ihr einen Krieg erklärt hier gegen Preußen, Alter. Ich habe so ein kleines Problem. Aber du kannst ja Britannia angreifen, hast du noch was? Was Projekte können verbessert werden? Was kann ich denn hier verbessern? Was macht denn das? Situationsverbreitung plus 10%. Vielleicht ein bisschen spät, aber okay. Also eins nervt mich ein bisschen, dass man das nicht wie in Hearts of Iron gucken kann, welche Mission jemand schon fertig hat, hier diese Fokusbäume, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, das ist schon ziemlich cool. Weil mich würde mal interessieren, ob Spanien schon diese Mission hat hier mit der Personalunion mit Österreich. Ich bin mir nicht sicher. Ob sie diesen Kriegsgrund irgendwie haben. Kann man doch hier irgendwo sehen. Oh, Alter, was ist denn das für eine Automusik da? Frag das Video, nicht von mir. Meine Musik ist nicht. Das war nicht meine Musik. Ich hab gar keine Musik an und höre trotzdem Musik. Also ich hab nichts an der Lautstärke geändert, also kannst du nicht von mir sagen. Glaube ich, den ich nicht an. Nee, ist nicht meine Musik. Wer weiß, was der Fino da gemacht hat mit seinem komischen Scheiß. Wieso hört man das bei mir raus? Ja. Bei mir hört man nichts. Also ich höre auch irgendwelche Musik, wenn ich das für die Hauptlautstärke ausmache. Delfino, kann es sein, dass du Dauersenden an hast? Bei dem Mikro? Ich habe Dauersenden an, nein. Wenn du mal in Discord guckst, nur wenn ich rede, ist es bei mir grün. Ja, weil die ganze Zeit die Musik von dir hörbar war. Also Honky Tonk, Spanien hat diesen Kriegsgrund noch nicht mit Personalunion. Nur Imperialismus und Eroberung. So ist. Ach, lass mal den Sound einfach aus, dann ist ja eh kein. Ich kann Delfino mal gucken. Macht keinen Spaß am X. Delfino ist einfach nur Scheiße im Kopf. Diese ich Liebe hab hier. Sprachaktivierung an, also eigentlich. Dürfte man nichts hören. Ich meine, Honky Tonk hält ja auch nichts. Mal kurz Pause, Pause. Ich höre auch Musik. Ja? Kannst du vergessen, ey. Wenn jetzt Österreich angreifen würde, würde sogar Russland und so alle auf Seiten Österreich mitmachen. Kannst du vergessen. Gegen was? Gegen wen, hä? Gegen Österreich. Kannst du vergessen, würde sogar Russland mitmachen an Seite von Österreich. Ja, weil die verbündet sind mit Russland. Ich könnte Russland angreifen, dann käme Österreich und Ming mit. Ja, geil. Oh, Österreich. Da kann ich Japan mit reinrufen. Russland hat schon wieder verloren gegen Osman. Wow, ey, das hat bald gar nichts mehr übrig von Russland. Ja, so Russland könnte man angreifen. Da würde Österreich und Ming mitkommen. Ich könnte dich reinrufen und natürlich in Japan. Und woher kommt diese Musik? Ich hab mal. Delfino! Was machst du, Delfino? Hört ihr mir noch? Na, mal ab und zu. Was tust du, Delfino? Also, eigentlich dürfte das nicht sein. Delfino. Warum? Warum einfach nur? Ich habe jetzt die Ingame-Musik ausgedreht. Jetzt dürfte es auf keinen Fall mehr passieren. Dann könnte ich sie ja mal wieder andrehen. Finde ich schlimm, wenn ihr mich doppelt hört. So.
Oh Gott, ey, Europa besteht bei mir nur noch aus Bündnisse hier. Ja, kriegst du auch Öl. Sollte man mal. Ja, irgendein Idiot hat ja auch der KI Dinger gegeben, Land. Warum machst du sowas? Ich verstehe. Oh Gott, England wird von Afrikanern erobert. Okay, ja. Irgendwas, was nehme ich bald? Pracht. Pracht, Schadenerklärung. Was? Man könnte die Osmanen wieder angreifen oder da Österreich, Portugal und Spanien mitmachen. Greif doch erstmal Britannien an. So, oh, die haben eine Koalition gegen Preußen. Du Wichse, du Dummer. Jetzt tut er wieder so, als wüsste er nicht, woran er redet. Wer, ich? Was passiert denn, wenn ich sie angreife? Ja, dann rufen sie mich rein. Und dann bin ich tot. Weil nee, wenn ich Britannien angreife, weil die sind ja in einer Koalition mit dir. Ach so, ja gar nichts. Was soll passieren, wenn du die angreifst? Na gut, dann machen wir das mal, wa? Also, gut, ich weiß nicht, was passiert, wenn du mich reinrufst, aber normalerweise... Du könntest ja mal testen. Also Portugal und Spanien machen auf jeden Fall auf unserer Seite mit. Österreich hat keinen Bock. Na gut, die sind ja auch in einer Koalition gegen dich. Ja, aber das ist Spanien ja auch. Ja, aber Spanien würde bei mir mitmachen. Warte mal, wenn du denn im Krieg bist, dann geht doch Spanien aus die Koalition, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir es austesten? Naja. Die Runde ist eh schon wieder ganz schön. Holland und so würde mit reingehen und Hainaut. Ja, die sind ja auch verbündet hier, Holland und Hennegau. Ich stell mal kurz noch Truppen hin, vielleicht. Ja. Könnte man so die Koalition sprengen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Sind die Mitglieder der Koalition? Ich weiß es nicht. Ja, Holland und Hainaut auch. Ja, aber Koalition sprengen, naja. Dann müsstest du ja erstmal. Was blubst du da jetzt? Delfino? Hm? Machst du das? Ja, ich blubst hier ein bisschen rum. Delfino, was tust du? Naja. Hast du es bei dir gegeben? Der macht schon wieder Sachen, die komisch sind. Vielleicht ist das Safe Game kaputt, müssen wir neu starten. Da spiele ich das aus dem Bereich. Schon klar. Bewegt euch doch mal ein bisschen schneller, komm. Ein paar hundert Kilometer kann man doch auch schneller marschieren. Werden die etwa nicht hart genug ausgepeitscht? jetzt wurde nicht gegeben. Als ich jung war, ne, da wurden wir noch richtig ausgepeitscht. So, mal die Armeen hochziehen da. Also ich bin so technisch bereit. Ja gut, ich erkläre einfach, sei egal, wer da oben steht. Ja, das finde ich ehrlich gesagt nicht so viel, ich bin eh... Spanien hat ja da oben schon 110.000 Truppen direkt an der Grenze. Ich sehe nur 51, aber okay. Ja, da oben sind nochmal 65.000 in der Provinz Rouen, oder wie heißt. Normandie da oben. Die fängt ja auch schon da, ach so. Richtig. Spanien ist ja auch schon in Frankreich angekommen. Oh, du hast sogar eine Provinz von Hennegau, die du noch schlucken kannst. Ja, ja, also in Britannien, mal gucken. Schluck, du Sau. Cambrésis. Ja, gut. Bist bereit? Nee, aber ja. Aber stopp mal. Aber mal gucken, was passiert. Crash. Nicht mal so viel. Gut. Nicht viel, ne? Also Moment, das ist gar nicht mit mir im Krieg. Scheiße. Ich denke mir schon, hä, wieso sind die Truppen jetzt nicht zerschlagen worden? Aber das ist gar nicht mit dem Krieg. Und nein, Spanien geht nicht aus der Koalition raus. Das passiert wirklich, wollte mal kurz Österreich Krieg erklären. Spanien käme mit, wenn ich jetzt den Krieg gegen Österreich erklären würde. Was? Hä? Da steht ein Haken dabei. Krieg erklären Österreich?
Warte, also... Da ist der Haken drin. Ach. Spanien wäre dabei, wenn ich den Krieg gegen Österreich starte. Ey, können wir mal kurz speichern und das testen? Das interessiert mich jetzt. Ich bin mir nicht sicher, wie das gehen soll. Wollen wir das mal kurz austesten? Oh, ich habe gespeichert. Komm, ey, bitte, das machen wir jetzt mal. Erklären. Warte mal, ich kann dich reinrufen. Was? Ja klar, hier komm. Nee, kommt doch nicht mit. Schade. Ist nicht dabei, nee. Nee, ist nicht dabei. Schade. Aber warte mal, wäre das jetzt eine Möglichkeit, um Österreich zu zerficken? Nein, wenn die Allianz alleine wäre, ja. Aber, also ohne die Allianz, ja, so nein. Wir müssten erst die Allianz loswerden. Alter, das wäre auch ein wilder Krieg. Oder wobei, warte mal, wir haben... Kriegen wir die rausgedrückt schnell genug? Ja, die Überlegenheit ist... Ich weiß nicht, wie viel Überlegenheit die hat, weil... Warte mal, die Osmanen sind doch dabei, ne? Ja, Spanien ist nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, wie mächtig die sind. Weil die Angaben waren mit Spanien, glaube ich. Also so schaffen wir das definitiv. Mit Osman zusammen, also da sind safe. Wie wär's damit? Wir beenden das mit dem Krieg, bis nur noch Britannien dabei ist und dann... Ja, doch, das... Also das wäre tatsächlich eine machbare Möglichkeit, ja. Also nochmal laden dann. Ja. Okay, gut, dann haben wir jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, diese Bündnisse umzugehen. Und dabei habe ich nur aus Scheiß nachgeguckt. Ich stand da Spanien dabei. Okay, jetzt haben wir das... Ich glaube, das soll in der Regel eigentlich nicht so sein, aber... Ja, passt schon. Passt schon, machen wir so. Okay, dann lass neu starten schnell. Also es kostet mir zwar 3 Stabilität, aber ist egal. Wieso kostet dich das 3 Stabilität? Na, wegen des Bündnisses mit Österreich. Was kostet Stabilität dann? Ja, weil ich das Bündnis breche. Also weil ich die hintergehe, kriegt man so eine Strafe. Ja, aber ist das nicht normal? Ist das so? Okay. Ja, ist tatsächlich so. Das wusste ich nicht. Ist auch mal egal. Ich hab Kundschaft so eine Scheiße gemacht, ne? Ich weiß nicht, so in all den Jahren sollte man das vielleicht doch mal denken. Egal, lass... Okay, erstmal Bretagne, erstmal Holland und so rausschicken aus dem Krieg. So, warte mal kurz, ist das Spanien mit eingerichtet? Ja, 413.000. Boah, die haben ja voll die... Dann haben wir tatsächlich eine 50%ige Übermacht. Ja, aber Spanien halt die ganzen Kolonialnationen, ne? Ja. Wobei, Neuspanien musst du rausrechnen, weil die haben ein Freiheitsbestreben von über 50%. Das heißt, die stehen nur da und gucken zu. Anfang. Habe ich irgendwie eine Flotte inzwischen mal? Okay, ich stelle meine Truppen mal schon mal bei Polen-Litauen hin. Dann kann ich die jetzt schnell rausdrücken. Russland hat so ein paar Nationalisten. Und die anderen Länder drücken wir am besten einfach raus, oder? Also gar nicht erst lange versuchen die zu besiegen und nur auf Österreich gehen, die anderen rausdrücken. Nach einem Plan, oder? Boah, machen wir so. Krieg ich nicht mal eine Flotte irgendwo? Ja. Die sind immer noch da. Schiffe verbessern. Ich muss hier, glaube ich, Schiffe verbessern. Gut, und England? Ne, Schottland ist das. Gut, die können bei mir da drüben einiges besetzen. Ah, nein, Flotte. Wie viel haben die? Schottische Infanterie 60.000, ja, da müsst ihr noch einen Stack rüberschieben. Das müsste ich hier mal modernisieren. 53 Schiffe. Okay, das sind nicht meine. Das sind nicht meine Fregatten. Galeeren. Okay, ich habe hier noch einen Stack. Den schiebe ich einfach noch rüber nach dem Sieg und ja.
So, Britannien ist schon mal besiegt. Ja, ich arbeite an. An Hennegau. Kannst dir eine ganze Provinz von nehmen. Ich will nicht mal Spanien haben. Siehst du mal, wie du guckst. Ah, die Konserve gebe ich jetzt mal lieber nicht aus. Wir brauchen die vielleicht gleich. So. Aber meine Truppen stehen bereit, um Russland und Polen-Litauen da rauszuprügeln. Das soll nicht lange dauern, glaube ich. Ah, das wäre schon geil, wenn das so klappt, ey. Ja, ich bin noch nicht skeptisch, aber gucken wir mal. Schiebe ich Truppen nach England, ja, komm. Also der Plan war jetzt nochmal, also wir lassen Britannien jetzt in den Krieg, ne? Ja. Dass Spanien halt denkt... Damit Spanien nicht irgendwie im anderen Krieg connected. Okay. Weil das wäre, glaube ich, das wäre ein Problem. Bloß, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen der Kriegsmüdigkeit. Ja, aber wir haben ja noch nicht so lange Krieg. Aber die steigt ja schon. Ja gut, ich habe ja eh einen dicken Bonus. Ja, ich hatte ja schon mal irgendwie, was hatte ich damals beim 30-jährigen Krieg? 15 Kriegsmüdigkeit. Mhm. Zur Not kann ich ja noch Söldner spammen. Ja, so 4 Jahre kann man einen Krieg schon führen. Bevor das Volk unruhig wird. Uiuiui. Deswegen war der Erste Weltkrieg auch so viel erfolgreicher als der Zweite. Oder so, ich weiß nicht. So, ich kümmere mich schnellstmöglich um Schottland. Weiß nicht, was hinhaut. Der ist der kein Goslar vielleicht. Ja, ich habe meine Festung voll ausgebaut. Nee, natürlich nicht. Nee, ach, das gibt's glaube ich noch nicht so lange. Aber ich wenigstens in meiner Hauptstadt. Ja, in meiner Hauptstadt habe ich schon mal. Okay. Jetzt soll ich ein bisschen spät anfangen zu bauen, aber was ist denn? Ich habe mich gerade gewundert, warum hat Frankreich die Provinz bekommen? Vasall von Preußen. Also, ja, Frankreich ist ein. Frankreich ist ein Vasall von Preußen? Ja, schon länger. Oh Gott. So, das nicht kannst du mir die Provinz geben? Ja, Moment. Cambrai. Kirchenstaat hier. In Frankreich ein Vasall von Preußen, ey. Demütigung pur. Die hat auch nur noch irgendwie eine Provinz, aber sag's gerne. So, Holland kannst du dann auch raushauen. Oder? Warte mal, kann ich die Provinz. Leider kann ich das nicht machen. Was? Na, die Provinz, die Spanien aus der Belagerung wegnehmen. Ja, passiert. Den Haag und Amsterdam reichen ja auch, ne? Beende mal noch den Krieg mit Hennegau. Österreich will was von mir. Ja. Hennegau kannst du rauswerfen und dann bist du hoffentlich bereit. Bist du bereit? Ja. Also das Marsche Reich will nicht mehr mitmachen, fick dich. Weil sie 12.000 Schulden haben. Wie viel Schulden haben die? 12.000. Das wollen die nicht mehr mitmachen. Ja, das schafft doch so. Haben die denn jetzt 12.000 fucking Schulden? Vielleicht haben die ein paar Großprojekte oder so. Oh, das ist doch keine 12.000. Ja, das ist doch kacke jetzt. Wollen wir noch ein bisschen warten. Können wir... Ah, das ist eine große Macht, da kannst du die Schulden nicht finden. Warum? Spiel, was soll die Scheiße? Kann ich den Geld schicken? Ah, das reicht nicht mehr. Warte mal. Machtgleichgewicht. Ich schick den mal 4.000. Ja,
Will ich den Kriegsgrund auch auswählen? Ja, 49 zu minus 171. Was machen die denn schon wieder? Finde ich schon wieder irgendeinen Krieg? Ja, die finden schon wieder einen Krieg. Auch noch so einen großen natürlich. Der dauert jetzt wieder. Scheiße. Ohne osmanische Reiche wird das halt kritisch. Ist mein Krieg, den hab ich angezettelt. Warum machst du sowas, du Arsch? Nicht schön. Weil ich auch vorwärts kommen will. Du bist die ganze Zeit noch nicht vorwärts gekommen. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Nein, das schafft ihr trotzdem. Laber keinen Scheiß. Wir haben höchstens ein Kräftegleichgewicht, weil wir viel wieder irgendwelchen Müll machen. Ich. Warum? Wie uns der Fini jetzt wieder anfickt. Glaubst du? Ja, ihr wolltet meine Sounds nicht und jetzt fick ich euch an. Jetzt so recht nicht, diesen Scheiße. Niemand findet diesen Müll lustig. Was machen wir jetzt? Das. Wobei, da ist noch Kanada, ne? Kanada hat eine Provinz in England, die könntest du nachher nochmal angreifen. Ja, müssen wir. Dann müssten wir. Warte mal. Wenn wir Kanada angreifen nachher, kommt Schottland mit. Das heißt, wir besetzen. Ja. Können Schottland rausdrücken und dann den Krieg starten, dann ist Schottland gar nicht mit dabei, weil die dann vielleicht keinen Bock mehr haben. Das Problem ist, wie besetzen wir Kanada? Da ist nur eine Provinz in. Ach, leck mich doch. Wir müssen Schottland. Ja, sonst. Nein, kannst du theoretisch Schottland den Krieg erklären? Schottland? Ja. Ja, kann ich. Kommt da wer mit? Spanien würde mitmachen, Portugal, Preußen. Dann könnten wir jetzt Frieden erklären, warten, bis der Fino mit seinem Scheiß fertig ist, Schottland angreifen. Mhm. Die KI drückt Kanada raus und wir hacken Schottland kaputt und dann kommt Schottland auch gar nicht mit gegen Österreich. Vielleicht. Das wäre eine Idee noch. Ja. Also voraussetzt der Fino, spucken sich nochmal in die Suche. Oder die kleine Macht da hinten. Also das wäre jetzt meine einzige Idee. Dann darfst du aber auch die Osmanen nicht angreifen, weil sonst wird das nichts. Vielleicht sollen wir zukünftig einen eigenen Chat machen ohne Delfine. Ja. Wenn wir Pläne ausdiskutieren. Besser ist das. Überhaupt noch da. Weißt du, er sitzt einfach nur da, redet nichts und dann fliegt er so. Ich bin noch da, ja. Die arme kleine Macht. Von allen Seiten eingekesselt, dann tritt diese Macht aus Asien, wo er da kommt. Auch noch auf mich ein. Aber der Fino gibt ja immer irgendwann Retourkutsche, ne? Jo. Ich sehe gerade, Portugal und Spanien haben ein paar Ansprüche auf Provinzen von dir. Ein paar. Also, wen meinst du jetzt? Naja, hier, Portugal hat doch hier wegen diesem Gewürzhandel